ein Feuerflug-Pokémon hatte. Das war richtig geil. Und das war auch noch gut. Ich meine, die schönste Typenkombination nützt einem ja nichts, wenn das Pokémon scheiße ist, aber Fiaho ist gut. Extrem schnell. Und mega fies, wenn er die Hidden Ability Orkanschwingen hat, weil er beherrscht halt Sturzflugrisiko, Pflanzenflugrisiko, Tackle-Stärke 120 physisch. Und mit Orkanschwingen hat er damit Erstschlag. Total fiese Kombo. So, das Übliche. Du einmal da und nein, Psychokinese ist dafür zu wertvoll, das können wir anderweitig einsetzen. Bedrohung sind die aber auch alle nicht. Ich hoffe, Adrian wird gleich ein bisschen stärker. Wo müssen wir eigentlich gegen den hier kämpfen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, sie haben uns gesehen. Aqua-Vorsitzender Wolfgang. McNane 34, immerhin. Jetzt hat sich wohl... Portenso? Was? Hier, Donnerblitz, kill. Im Aqua-Vorstand und kein Wasser-Pokémon. Das ist lächerlich. Naja, Voltenso, gönn dir. Hat auf jeden Fall gut EP gegeben. Das finde ich schon mal sehr gut. Oh nein, das U-Boot ist weg. Lass uns auch einfach mal sagen, wo sie uns als nächstes finden. So, wo sie als nächstes finden. Klar, das ist für Kinder und so gedacht, die dann mit ihnen Hinweis kriegen, wo sie längst müssen. Aber trotzdem ist es halt ein bisschen sinnlos, sein Ziel zu verraten, finde ich. Oh Mann, unser Büdel ist voll. Kann man denn hier mal irgendwie was... raushauen. Seerauch stärkt Wasserattacken, bringt nicht viel, das können wir nur den Tox vergeben und er trägt schon Item, das bewirkt. Energiestaub füllt KP auf. Ja, hier gerade war Friss, so. Ich glaube, wir müssen wieder ein bisschen was verkaufen, wir haben so viele wertvolle Items. Ich glaube, ich gehe mal lieber am PC und lagere den ganzen Spaß mal ein. Haben wir, glaube ich, mehr von. Bevor ich es vergesse und gleich auf der Route lande mit einem halbtoten Team. So, PC von Kevin, Itemlager, Item ablegen. Mondstein brauchen wir jetzt nicht. Top Ether brauchen wir jetzt in der Liga. Elixier auch. AP Plus kann da auch erstmal rein. Ether kann da auch erstmal rein. Sonderbonbon auch. Donnerstein, Blattstein, Toppelleber. Oh, drei Stück haben wir schon, geil. Top Trank, Top Genesung, Top Elixier. AP-Top, Herzschuppe. Ja. Das ist doch schon mal ein ganzes Stück ordentlicher. Wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Denn es geht jetzt auf in die nächste Stadt. Auf dem Rücken von Tentoxa machen wir uns auf die Reise. Route 124. Es geht übrigens auf Ort Nummer 7 zu, wollte ich mal angemerkt haben. Metal Gardos, alter Schwede.
setzen wir ein. Propius und Gardevoir. Gardevoir wollte ich eigentlich gar nicht weiter leveln. Aber gegen Gyarados ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn wir da ein bisschen Elektrizität an der Hand haben. So, einmal Zauber da. Ja, genau. Elektrizität wollen, aber versuchen Psycho einzusetzen. Ich bin mal wieder super heute. Genius at work, ey. Oh, come on. Das ist so lächerlich. Wenigstens Tropius killt, immerhin. So, Gardevoir, jetzt kill. Das ist vierfach Schaden, das kriegt es trotzdem nicht mit einem Hit weg. Das ist armselig, Gardevoir. Wirklich. So, Levelziel für unser Team ist jetzt erstmal Level 40. Das ist die nächste Hürde. Level 50 hätte ich gerne vor der Liga. Ich mag diese Route nicht, weil das ist so ein riesen Wassergebiet. Ich habe immer das Gefühl, ich übersehe die Hälfte der Trainer. Was hat denn der gute? Sentaha. Wie viel können wir damit Zauberblatt ausrichten? Nicht so überragend viel. Tropius KP entwickeln sich auf jeden Fall stabil. Der darf gerne immer mit 4 KP steigen, da werde ich mich nicht beschweren. Ah, das sind dunklen Stellen auf dem Wasser, da kann man übrigens überall tauchen. Also, wir können es noch nicht, aber wir können es nach der nächsten Arena. Oh, beinahe wäre ich an Land gegangen. Nervige Wassertrainer, bla bla. Ja, du saufst ab, das klang auch so, wenn ich gerade hingehört habe. So, Moosbach City. Umschiffen wir einmal kurz. Die Stadt ist dort unten gerade in ganzer Pracht zu sehen, obwohl nicht in ganzer Pracht. Aber sie ist da zu sehen. Hier oben ist nämlich so ein kleines Areal, wo ich zunächst erstmal kurz hin wollte. Hier sind so ein paar Trainer und so. 2-3 Items und sowas, das kann man ja mal kurz mitnehmen. Tentoxa, Oibei. Fliegen von Tropius ist gar nicht so schwach, habe ich gerade festgestellt. 2 Hits Tentoxa weg, Tentoxa hält einiges aus. Ja, Tropius mag ich. Ich bin voll happy, weil ich nicht so die Standard-Pokémon von mir trainiere. Hatte ich, habe ich aber schon mal gesagt. Die einzigen wirklichen Basics von mir, die ich häufig trainiere, sind mit Logok und Gardevoir. Das ist voll toll. In der Höhle lebt angeblich jemand. Interessant. Diese Höhle hat übrigens Ebbe und Flut. Für uns ist sie ja tatsächlich nur interessant, wenn sie Ebbe hat. Also ich werde gleich mal reingehen, gucken, ob sie Ebbe hat. Wenn nicht, abhauen. Und der einzige Grund, da reinzugehen, ist auch nur 2 spezielle Pokémon zu fangen, die es nur da gibt. Einzelne Pokémon kriegen wir auch so, das andere halt nur, wenn Ebbe ist. Deshalb. Es ist Ebbe. Den schießt hervorragend. Das ist der übrigens der erwähnte merkwürdige alte Mann. So, wir müssen ganz nach unten in dieser Höhle. Um das zu finden, was wir begehren. Küstensalz. Nehmen wir mal alles mit. So wie wir es denn finden. Weil dafür können wir uns später ein interessantes Item geben lassen. Ich lasse den Schutz einmal kurz aus, um nämlich genau dieses Pokémon zu finden. Simops. Wird zu einem richtig interessanten Wasser-Eis-Pokémon am Ende, aber auch jetzt irgendwie auf Level 44 oder sowas. Und da haben wir jetzt keine Lust drauf. Außerdem haben wir schon Tentoxa als Wasser-Gift-Pokémon, das auch noch Eisstrahl beherrscht. Also von daher, da wir Eisstrahl ja schon ausgegeben haben, macht es eh keinen Sinn mehr, sich jetzt noch ein Eis-Pokémon zuzulegen. Und wo lernt er das Selbstverlernte ab? Seemops, beziehungsweise Seejong oder Verreiser? Ich weiß es gerade gar nicht. Trainiere ich nicht wirklich oft. Hier gibt's nix. Okay. Dann weiter. Du bist Trainer? Fokusband, cool, danke.
Wenn die Erhöhung kriegen, einfach mal ein Geschenk. Finde ich gut. Küstensalz. Küstensalz. Ich meine, man braucht 4. Aber ich nehme gerade einfach irgendwie nur so... Nein, shit. Da hat mich der Beschleuniger gekillt. Getrollt. Man kann es nennen, wie man will. So. So. Zweiter Versuch. Dieses Mal ganz vorsichtig. Das ist jetzt der Küstensalz. Haben wir Stärke? Haben wir Stärke. Fortenso ist strong. Ich konnte gerade bei den Zubat nicht abhauen, das ist schon irgendwie so lächerlich. Genau, hier wollte ich hin. So ein kleines Rutschrätsel. Nein, gegen den Pokémon bin ich nicht hier. Ich bin gerade überlegen. Wie rutsche ich denn hier mal am besten? So, würde ich sagen. Genau. So. So Rutschrätsel sind in der Regel nicht allzu schwierig. Gut, das habe ich auch schon gedanklich gelöst. Zack. Ich will eigentlich ein anderes Pokémon, das es hier unten noch gibt. Nein, das ist es nicht. Ewiges Eis haben wir aber schon mal gefunden. Dann können wir Eisattacken verstärken. Könnte den Toxer gebrauchen, wenn es gegen den Drachentopf hier kämpft. Weil das wird es definitiv irgendwann tun. Da führt kein Weg dran vorbei. Nein, das wollte ich ja auch nicht. Es gibt nämlich ein Pokémon, das es tatsächlich nur hier gibt. Das kann man hier auch nur fangen, wenn Ebbe ist. So ist richtig, genau. TM Hagelsturm. Jetzt nichts, wo ich besonders scharf drauf bin, aber naja. Wo bist du Mistvieh? Zeig dich. So selten ist das hier unten doch nicht. Da ist es ja. Schnäppke. Nur an diesem Ort im Spiel fangbar. Und von daher wird gleich mal eins mitgenommen. Eigentlich kann ich aber auch ein Fluchtseil einsetzen, wir sind hier eh fertig. Wir haben alles gefangen und wir haben auch diese Items, dieses Küstensalz gefunden. Mehr wollen wir hier gar nicht. Jetzt wollen wir ja nur leveln. Eine raubeinige Matrose ist das. Okay, der Akzent war mega schlecht, sorry. So, Tobius, hier, tobt euch aus. Body Slam. Nee. Solarstrahl darf er später gerne noch lernen. Da werde ich mich nicht drüber beschweren. Noch ein Trainer für Rückkämpfe? Warum nicht? Sie war nicht Schwimmerin, da ist sie. Die wollen wir doch auch noch mitnehmen. Das gute Zauberblatt. Ich mag diese Attacken, die nicht daneben gehen können. Sind einfach klasse. Dass Tobius gleich eine davon beherrscht, macht es noch viel besser. Flucht unmöglich. Ach, dass Tobius eine schlechte Initiative, die sich da unangenehm bemerkbar macht. Leider Gottes. Wenn der eins ist, eins nicht ist, dann schnell. Ist halt einfach so. Thank you.
Hibisco ist auch so ein Pokémon, das ist... Ah, das fängt man eigentlich nur, weil man wenn man Herzschuppen braucht. Mann, ich bin Doppelkampf verkackt, so ein Mist. Brüller, ich hasse es. Mach mal, ich will gerade, wenn er in der nächsten Arena gefordert ist, Tobius darf mal. Weil wenn er in der nächsten Arena kämpfen muss, braucht jetzt nicht zu kämpfen, beziehungsweise andersrum. Vogelfänger, haha, Tobius fight. Oder Tobius ist besser. Xatu, das schafft er aber definitiv nicht. Hier, Voltenso. Gönn dir. Gönn dir lecker gegrilltes Xatu. Langsam werden die Gegner aber vernünftig. Das gefällt mir. Wirklich. Wir haben eine scheiß hohe Initiative und das Vieh ist immer noch schneller. Voltenso, also so geht das nicht. Wir müssen mal, glaube ich, ein ernstes Wort reden. Eine Riesenperle, das können wir verkaufen. So, Trainer gibt es hier nicht mehr. Ich lote mal nur noch die Route 124 kurz zu Ende aus. Nein, das wollte ich nicht. So. Bis wohin geht denn Route 124? Das ist Moosbach City hier. Okay, hier ist Route 127. Das heißt, da geht es erstmal noch nicht hin. Wen haben wir denn hier? Schrei nach Doppelkampf, Kampf. So, Zauberblatt für dich, Schockwelle für dich. Der ist ja geschockt. Ha. Okay, Wortwitz, ich weiß, schlecht und so. Ja, ja, ist ja gut. Ja, ja, so. Wo kommen wir denn hier überhaupt hin? Route 126, da will ich noch gar nicht hin. Aber andererseits, Doppelkampf, hier, komm. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe zum Thema, die Gegner werden wieder besser. Das ist traurig, was mir hier geboten wird. Das ist einfach nur traurig und schwach. Wer bist du? Wir hatten auf jeden Fall schon was für Genügen. Na gut, Route 124 haben wir. Dann Moosbach City. Wer bist du? Nein, da will ich unserem Team Wuchtschlag beibringen, das will ich nicht. Wer bist du? Aha. Gibt er einem eigentlich schon... Ja, gibt er. Kingstein, sehr seltenes Item. Nötig zum Entwickeln von Fleckmon und Quapuzzi zu Quaxo. Haben wir zwar beides nicht, aber... Müssen wir eigentlich erst in die Arena und dann ins Raumfahrtzentrum? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, erst Arena. Okay, Doppelkampf-Arena. Jetzt eine Psycho-Arena. Ich muss einmal gucken. Ja, Logok und Tetoxa können hier schon mal nichts reißen. Vibrava beherrscht Knirscher. Das wäre ja schon mal einiges wert. Ja, dann nehme ich mal Vibrava und Gardevoir. Und Vibrava kriegt noch mal... Haben wir nicht ein Schattenglas? Das Unlichtattacken verstärkt. So. Genau. Mal gucken, was die jetzt alle für Items tragen. Schattengas. Gut. Lachsrauch. Okay, wir haben noch kein Item, was Psycho verstärkt. Machoband. Das kann definitiv mal weg. Wundersaat. Gut. Zauberwasser. Gut. Flinkklaue. Okay.
Potenzo trägt ein Macho-Band, das braucht er nicht. Ja, Fokusband kann manchmal K.O. verhindern. Ja, ewiges Eis, ne? Kein Gegner zurückweichen lassen. Ja, von mir aus nimmt das. Besser als gar nichts. Diese Arena besteht übrigens nur aus Doppelkämpfen. Auch der Arena-Leiter ist Doppelkampf. Einzige Doppelkampf-Arena, glaube ich, in der gesamten Pokémon-Geschichte. Wollen wir mal gucken, was Vibrava hier mit Unlichtattacken reißen kann. Nein. Ich ordne mal kurz Gardevoirs Attacken ein bisschen um. So. Bam. Oh, die Gegner sind Level 36. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, der Seher wird bestimmt nicht mehr zum Einsatz kommen. Ich glaube nicht, dass Kadabra in zwei Runden noch lebt. Vibrava, wirklich? Und das war die verstärkte Form von Knirscher? Oh Gott. Das Viech muss dringend stärker werden. Naja, es muss ja nur 9 Level noch schaffen. In 9 Leveln ist es ja in die Welt raus. Spätestens dann wird es abgehen, das weiß ich. Da habe ich Gott sei Dank keine Bedenken. Na, muss ich kurz einmal wieder mein Mikrofon leiser machen. Versehentlich lauter gestellt.